Moin Leute, was geht ab? Ich bin's euer ChefkochCW und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute werden wir in Erfurt die Klamotten abchecken, gucken, ob wir da irgendwas Gutes finden und dann werden wir auf jeden Fall noch Mittagessen gehen. Wir haben einen Geheimtipp für euch und dann würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Vlog. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Und ab dafür! In der Mainpartstraße könnt ihr gerne mal vorbei sein. Gehen. Ist super für Leute, die Skateboard und sowas fühlen. Da gibt es alles voll. Fabius. Ja. Was geht? Spraydosen gibt es auch, was das Herz begehrt und auch coole so Vintage-Sachen so, das ist alles cool und deswegen würde ich sagen, schaut gerne mal vorbei, Papa Laden und jetzt gehen wir zum nächsten Laden. Auf Missisch. Essen in Seppmann in San Carlo und wir waren auf jeden Fall schon mal vor so einem halben Jahr bei meinem Prosti, ist der Dauerkunde, vielleicht kann er da irgendwas regeln so und auf jeden Fall fahren wir da jetzt gerade hin, sehen uns dann nachher und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal bei Seppmann. So meine aktiven Freunde, wir befinden jetzt uns gerade im Sindbad. So, meine alten Freunde, wir haben jetzt hier noch eine Dipsoße bekommen. Die ist richtig geil. Und wir haben jetzt hier unsere Chicken Crispy Rolle. Die packen wir jetzt erstmal aus so ein bisschen. So. So. Jetzt nehmen wir uns einen fetten Dip. So. Und beißen jetzt mal richtig mischköstlich rein. So, meine alten Freunde, das Fazit gibt es am Ende. Wir essen jetzt erstmal auf. Guten Appetit. So, meine aktiven Freunde, wir befinden jetzt uns gerade für den Sindbad. Es war sehr, 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 sehr lecker. Ich würde sagen, das war so eine 7 von 10, würde ich meinen. Es war ein sehr, sehr guter Chicken Roll. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dem Prosti hat auch sehr, sehr gut geschmeckt. Aber ich sage euch, am besten war diese Soße. Die war auf jeden Fall bauermäßig, hat es noch viel, viel besser gemacht. Da kommt gerade mein Tambi angerollt. Und ich würde sagen, geht das weiter. Ja, pass drauf halten. Die nehmen wir, oder? Ja. Okay, dann lass sie. Eeeh, so, meine aktiven Freunde, wir gehen jetzt zu einem Nudelladen gucken, ob es da gute Nudeln sind. Wir müssen halt gucken, was den Geburtstag von meinem allerbesten Prä gucken wir jetzt mal. Da ist ja der Nudelladen, da gehen wir gleich hin. Das ist er. So, meine aktiven Freunde, ich bin euer ChefkochCDB aus dem Schnitt und der Nudelladen war auf jeden Fall eine 10 von 10. Da werden wir auf jeden Fall mit meinem Prä dann zum Geburtstag hingehen und wir haben aber nichts gegessen. Wir sind dann gleich wieder rausgegangen und sind weiter zum nächsten Store und genau so sieht's aus, aber das habe ich vergessen zu filmen und deswegen würde ich sagen, weiter geht's. So, meine aktiven Freunde, wir
so sehr, sehr gute Sachen auch am Start. Haben auch viele gute Mützen. Ich habe mir die geholt, passt auf für euch gut dazu. Es gibt auch viel mehrere Marken und so, Sneaker auch alles am Start. Und auf jeden Fall schaut auf jeden Fall mal sehr, sehr gut vorbei hier. Anger, schaut auch gerne vorbei, ist ein super Laden hier. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter und noch so Sauce. Hier zu Snipes. Oh, was haben die für geile Treter heute im Angebot? So, meine aktiven Freunde, wir waren dann noch entspannt bei Snipes, aber wir haben da leider nichts gefunden. Aber ist auch ein cooler Laden, könnt auch gerne mal vorbeigucken. Und der befindet sich auch im Anger auf Chillig. Dann könnt ihr einfach zu DLX und darunter zu Snipes. Sind beides coole Läden. Und dann würde ich sagen, nach dem Snipes haben wir was beim Rewe gekauft und haben uns dann nochmal zu Owen Jungle vor den Store gesetzt. Da gab es dann noch so eine Bank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt mal gleich sehr wieder. Ich mache hier so rum. Laufen wir jetzt durch den Rewe. So, meine aktiven Freunde, wir befinden uns jetzt neu Owen Jungle. Da gibt es eigentlich immer sehr, sehr geile Sneaker. Finde ich echt ein Baba-Laden von ihm. Auch mit den Skateboards, mit den Sprayflaschen und der sind mit den Bierpilks. Sehen geil aus, kann man sich aber leider niemals leisten, weil die sind unheimlich teuer. Wir gönnen uns hier noch ein Durstlöcher, Monsterino auf Chillig und. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt hier gar nicht mehr so viel vor, Johannes, oder? Wir gucken einfach mal, was wir noch machen. Ich nehme euch natürlich wieder mit und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, natürlich, und ich hoffe, euch hat dieser Vlog mal wieder wie immer sehr, sehr gefallen. Wir waren in vielen verschiedenen coolen Stores drin, haben leider nicht so viele Sachen gefunden, außer diese Mütze hier. Aber man hat ja schon mal Glück. Man guckt sich einfach mal um, schaut, was man sich vielleicht auch im Internet mal bestellen kann. Wir waren zum Beispiel noch in Lukas, haben noch Parfüms geguckt und genau so sieht es aus. Deswegen immer im Laden gucken und dann online bestellen. Ich sage euch, das ist es nämlich. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und über ein kleines Kommentar würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Deswegen würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Video.